how we get our mind right? Why do we only think about shit when it's hindsight? When the cup gets full and all we carry is gold, only thing we do is get used to the limelight. But then the karma sets in and we're left where the mess is. I guess I learned some lessons. Mom and dad, I want you to know I learned them all. And when I make it big, you can say I didn't fall. And when I got signed, I thought I was good. Now I'm older and I'm wiser, just like I should be. And I'm Hallo Leute und willkommen zum neuen Vlog. Ihr seht schon, ich bin hier hingefahren. Wohin? Zum Bodensee. Hier rauf bin ich gerade. Wir drehen hier. Gut festhalten, wie wir gerade gesagt. Hier sind die Wellen. Wie gerade das unser Begleitboot, was da vorne fährt, was uns gerade Pizza bringt. Ich brauche dann aber erstmal eins nach dem anderen, ja. Wir drehen hier für Cocktail drei verschiedene Folgen. Und zwar zum einen eben heute diese hier. Ich packe alles in ein Video, ich werde euch immer so ein bisschen was zeigen, glaube ich. Pizza wird gebracht und heute lerne ich einfach mal so ein bisschen segeln. Sehr schön. Danke. Der mobile Pizzaservice. Powered by Magnus. Lecker, lecker. Möchtet ihr auch was? Ja. There's a reason why the glass full. We can use it only if we see a half full. Alles so schön still und ruhig, das liebe ich am Segeln, dass man einfach nichts hört, weil man keinen Motor oder so hat, sondern einfach der Wind einen nach vorne treibt, der Sonne entgegen. Hallo und guten Morgen, immer noch aus Konstanz am Bodensee. Heute ist der zweite Kokewi-Tag, also der zweite Drehtag und wir gehen Wakeboarden. It's all about perspective. What exactly will we find when we exit? Always asking why the sky won't fall when all of my clouds drown in the swimming pool I've slept in. So, ich weiß nicht, ob ihr was hört, aber ich habe heute Wakeboarden gelernt hier. Mit dem Ding war ich immer so unterwegs und es hat alles geklappt. Das war einfach toll. Jetzt noch das Wetter hier. So gut, richtig schön. Glass full, we can use it only if we see it half full. Guten Morgen, meine Björges aus der Schweiz. Wir sind hier bei den Rheinfällen in der Nähe von Schaffhausen in der Schweiz. Und heute fahren wir ein bisschen mit dem Mountainbike. So, es ist 8 Uhr morgens in der Früh. Wir sind um 5 Uhr aufgestanden in Deutschland. Ja, aber ich habe mega Bock. So Leute, Drehschluss haben wir hier. Sind wir noch an den Rheinfällen. Am Rheinfall meine ich natürlich, in Schaffhausen. Sehr beeindruckend, muss man sagen. Kommt wahrscheinlich auch wieder nicht ganz so krass rüber. Aber schon imposant, wenn so viel Wassermasse auf einmal runterkommt. Und das ist sozusagen hier, ist der Kleine noch relativ, der Rhein noch relativ klein. Und in Köln bei mir zu Hause, wo ich jetzt gleich noch im Auto hinfahren muss, viele, viele Stunden, da ist der Rhein ja ein extrem großer Fluss dann schon. So, ich bringe jetzt noch das Bike zurück, mit dem wir den ganzen Tag unterwegs waren. War sehr, sehr cool heute, war sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr heißes Wetter. Aber ich mag das alles. Das macht schon Spaß. So, jetzt geht's ab nach Hause. So, ich bin wieder zurück hier in Köln in meiner Wohnung. Nach einer langen Fahrt durch den Regen, durch die Nacht bin ich dann irgendwann angekommen, so um 2 Uhr oder so, habe mich sofort schlafen gelegt. Aber heute, ich habe Samstag, das Video für euch fertig geschnitten. Wenn euch das gefallen, schreibt es mal unten rein in die Kommentare, weil ich habe jetzt halt so kleinere Ausschnitte von den 3 Tagen in ein Video gepackt. Weil wenn ihr guckt, wie dreht, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber euch so ein kleinen Einblick schon mal zeigen in das, was ich eben an diesen Tagen gemacht habe. Und gerade auch durch die vielen Cocktail-Drehs, die jetzt aber für eine Zeit lang etwas weniger werden, wodurch ich die Möglichkeit habe, wieder mehr selbst zu reisen in den nächsten Wochen. Seid mal gespannt, zum Beispiel auf die USA oder hier innerhalb Europas. Ich möchte gar nicht so viel verraten. Da kommen aber auf jeden Fall sehr viele, sehr coole Sachen. Da kommen auch wieder sozusagen eigene Vlogs und nicht nur meine Vlogs von den Sachen, die ich mit Cocktail zusammen gemacht habe.
So, aber das zum Beispiel, was jetzt in den letzten 3 Tagen war, das war auch für mich auch selbst eine sehr coole Reise, sehr coole Sachen da gemacht und ich hoffe, dass es ein bisschen hier in dem Vlog für euch rübergekommen. Falls ja, drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao.